Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ja, diese Staffel machen wir Challenges. Und zwar habe ich zurzeit so viele Challenges, dass ich sie alle in einen Pott geworfen habe und jeden Tag jetzt immer wieder neu ziehen werde, beziehungsweise auch mal mehrere an einem Stück ziehen werde. Kommt drauf an, wie es gerade so liegt und wie es mit den Aufnahmen passt. Auf jeden Fall habe ich heute eine gezogen und die ist von den lieben Unstartable HD. Und er schreibt: Spiele näher mit nur Selbstfürsorge. Lieben gerne mache ich das für dich, mein Lieber. Ich habe da was vorbereitet. Und zwar habe ich hier die Näher schon ausgewählt. Keine Add-ons, keine Opfergabe und nur mit Selbstfürsorge. Und das im, naja, High Rank. Das ist schon im oberen High Rank Bereich. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und damit willkommen zurück, meine Lieben, in der Werkstatt, Auto auf dem Schrottplatz und mit unserer, mit nur einem einzigen Perk, und zwar mit Selbstheilung. Ja. Ja. Er will mir halt einfach auf die Nerven gehen, alles klar. Wahnsinn. Geil. So, wir haben zwei Schwierigkeitsgrade. Wir haben einmal den Schwierigkeitsgrad, dass wir hier nur mit einem Perk spielen, im High Rank. Und ein Typ dabei ist, der komplett nutzlos ist. Guckt ihn euch an. Du bist nutzlos. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt schon Spielbehinderung? Eigentlich ja, oder? Muss ich was machen, damit er wegguckt? Kann der auch einfach weggehen? Das wäre halt ultra cool. Ach so, ja, gut. Er ist zwischenzeitlich weggegangen. Ja, toll, Bro. Du hast irgendwie nichts geschafft. Hat er ja nicht. Er hat halt nichts gemacht, ne? Er ist nur unterwegs, um Leute zu retten. Anscheinend. Ja. Er hat eine Taschenlampe und er rettet auch direkt vom Haken. Also ein nutzloser Survivor, ne? Würde ich einfach mal so behaupten. Jetzt liegt er aber auch allerdings. Ich glaube nicht, dass der ernsthaft spielt. Ja gut, er ist jetzt von Dings gekommen, von der Schulter. Ich glaube halt nicht, dass er ernsthaft spielt. So eine kleine Vermutung. Oh, die Vermutung wird größer. Wie kann das denn nur sein? Nein, gut, wir haben trotzdem unsere Challenge. Wir müssen die Challenge durchziehen. Ob es das jetzt leichter macht, dass der Killer ihn jetzt verfolgt oder nicht so leicht, das bleibt noch abzuwarten. Aber solange die anderen Survivor gleich mit Tatendrang uns hier unterstützen, sollten wir eigentlich kein Problem haben. Gehe ich mal ganz stark von aus. Weil wir haben drei Gens an. Wir haben jetzt Gen Nummer 3 an, da hinten ist Gen Nummer 4. Hier ist leider keine Truhe. So, er hängt. Kann sein, dass gleich ein Kollege von ihm sofort abhilft, aber... Da gucken wir mal. Er signalisiert auch, dass der Killer die ganze Zeit bei ihm ist. Also... Inwieweit der wirklich zu gebrauchen ist, bleibt noch abzuwarten, auf jeden Fall. Ja, komm. Der letzte Gen geht an, hier ist das Ausgangstor, wir gehen raus. Fertig. Dann ist die Challenge, ja, bestanden schon.
Habe ich mir tatsächlich ehrlich gesagt ein bisschen schwerer vorgestellt. Ist dann auch der erste Versuch. Weil sonst hätte ich viel Versuche reingeschnitten. Kann natürlich auch noch sein, dass das nicht gleich. Das kann natürlich auch passieren, dass das Ganze hier gleich noch schief geht. Und ja, hey, nochmal. Kann natürlich auch sein, dass das Ganze jetzt gleich schief geht und wir kurz am Ende hängen. Dann wäre das natürlich ultra peinlich und ultra übel. Weil damit wäre die Challenge weg. So, auf jeden Fall sind alle Gems dran. Der macht hier den Ausgang. Der ist Ausgang geil. Ich mache hier nochmal das Totem weg. Ja, der Killer kennt den oder sonst irgendwas. Ist mir egal, der hat vorher nicht mitgemacht am Anfang. Und wenn man sich gleich unbeliebt am Anfang macht, dann hat man Pech gehabt. So, meine Lieben, damit würde ich sagen, die Challenge von dem lieben Unstoppable HD ist fertig. Und dann danke ich fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge. Dead by Daylight. Macht's gut.